bestätigt dir, dass es manchmal putzig ist und manchmal dies und das. Und ich will dir auch heute in meiner Dankes... Hallo? Bisschen näher ran. Nein, auch heute Abend werde ich das eben in die ernsteren Gefilde führen müssen. Das ist jetzt noch der leichtere Teil dazu. Also Gabi Lesch, wenn man sie vorstellt, war zigmal deutsche Meisterin, also Bundesrepublik, und war dann, ich glaube, 4 Jahre lang bist du unter 2 gelaufen, ungefähr, ja, und immer wieder. Hallo. Und weshalb sie hier gesitzt, ist aus folgendem Grund. 2 Jahre. Und dann kommen wir zu den Fragen. Sie hat sich engagiert in einer Weise, da gehörte Mut dazu. Sie saß auf dem Gerichtssaalgang in Nürnberg, um auszusagen in dem Prozess von Dr. Riedel gegen meine Frau Brigitte. Sie hat sich engagiert in mehrfacher Art und Weise als aktiven Sprecherin einfach. Und auf der anderen Seite musste sie ja betroffen sein. Und ich habe damals, du hast vielleicht noch so einen Mittelfuß heute auch, ich habe nur auf den Fuß geguckt, als die ersten Dinge kamen, saß sie da und hat dann mit dem Fuß gewippt, als sie ganz klar werden musste oder wurde, was eigentlich sie seit Jahren als Gegner da hatte von der DDR. Und ich zeige jetzt ganz kurz, Sie können das dann lesen, ich glaube, man kann es lesen. Das sind jetzt die Aussagen von Gegnerinnen, immer noch in Deutschland gefeiert, vor der Staatsanwaltschaft, also durch die ZERF durchgeführt dort. Und da sehen Sie ganz klar, nicht wahr, was genommen wurde, Oralte Nabol, SDS, 800 Meter Läuferin. Und sie, für sie war der Moment, deshalb sitzt sie hier ganz besonders, sie musste im Semifinale, sie war so Europameisterin in der Halle, Europameisterin, dritte Bronze. Sie musste in Seoul bei den Olympischen Spielen, wegen eines halben Schrittes kam sie also nicht ins Finale dabei. Musste dann aber sehen, dass vor ihr, also alle 3 Medaillengewinner waren voll wie die Haubitzen, ja, wie die hier, aber dann auch die dritte, die ist ja schon bald gestorben danach auch, ja. Amerikanerin, die auch unter Doping war. So, und was ist jetzt die Empfindung? Du hast, als du sowas erfahren hast, sowas gelesen hast, was hast du da gedacht? Erstmal funktioniert. Ich muss das vielleicht nochmal, das war jetzt etwas verwirrend für den Außenstehenden. Ich war jetzt in der Zeit, also 88, 89, 90, war ich die amtierende westdeutsche Meisterin. Und dann kam ich genau in die Jahre, also mit meinem persönlichen Sporthöhepunkt sozusagen, jeder Sportleben hat ja so einen Peak. Kam ich eben genau in diese Wendezeit hinein und wurde in dieser Zeit, weil es gab ja diesen Moment, wo die beiden Teams eins werden mussten, sollten, ja, die Vereinigungsphase, das war im Jahr 90, schätze ich mal so, ja, 89 ging die Mauer auf, 90 war dann noch die getrennte, war noch ein getrenntes Team und 91 war die Vereinigung. Aber im Jahre 90 muss es gewesen sein, man brauchte in dieser Zeit einen Ansprechpartner, für die Medien auch, wie das sich für die Athleten auch anfühlt, diese ganze, und da wurde diese ganze Vereinigungsphase. Und da wurde natürlich damit gerne einer ausgeguckt, beziehungsweise der aktiven Sprecher. Ich war für die Frauen zuständig, Heinz Weiß damals für die Männer. Das wurde gewählt von der Nationalmannschaft. Und das war jetzt meine Position. Und das war wahrscheinlich das Los, weshalb Herr Franke mich dann kontaktiert hat. Just in dem Moment, wo er da diverse Dokumente, die man ja auch in seinem Buch dann nachher alle nachlesen kann und jetzt auch im Archiv nachlesen kann, er hatte diese Dokumente auf einmal in der Hand und ich war zu dem Zeitpunkt ja relativ blauäugig oder wie auch immer, also habe meinen Sport so gemacht und habe mich als aktiven Sprecherin vollkommen in dieser Rolle dessen, also ich hab einfach den Sport, so wie ich ihn verstanden habe, auch vertreten. Und ich möchte das hier ganz deutlich sagen, weil eben war ja auch die Anfrage von einem hier im Raum, es gibt den sauberen Sport. Es gibt die Möglichkeit, also das ist verbietet, also zumindest im westdeutschen System hat es noch nie jemand verboten und es ist auch möglich. Also und wenn ich gut bin und talentiert, und das war bei mir ja scheinbar irgendwie auch ein Stück weit der Fall, wie bei vielen anderen, was ich hier wirklich deutlich betonen möchte, die
haben ihren Sport dort gemacht und ihre Normen erfüllt und sind dann auch bis hin zu Olympiade, sage ich mal, wie es mir ja ergangen ist. Ich habe mich qualifiziert und habe meinen Sport nach meinen moralischen Vorstellungen betrieben, so wie das eben hier anklang. Nämlich, ich gebe, was ich kann und wenn einer besser ist, dann ist er besser. Und so habe ich meinen Sport betrieben, unwissend, dass es tatsächlich solche Systeme gibt. Also das konnte ich mir nicht vorstellen, da bin ich ein Stück weit zu naiv vielleicht auch, weil Sport für mich immer etwas mit Fair Play zu tun hat, hat es heute ja auch noch. Auch im Hochleistungssport, wo ich jedenfalls gelandet bin, war das durchaus möglich. Nun gibt es vielleicht, also im DDR-System, das war jetzt die große Offenbarung, ich kriege einen Anruf in der Nacht, müssen Sie sich vorstellen. Also zu der Zeit kam schon ab und zu mal auch, also da kamen in der Zeit Anfragen, weil das ja sehr spannend auch für die Medien war. Wie ist das denn, wenn da so zwei Systeme sich vereinigen, die eigentlich nicht so gut zusammenpassen, sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem irgendwie so das gleiche Ziel haben. Also was passiert denn da und wie fühlt sich das für einen Athleten an? Also es war nicht ungewöhnlich, dass mich jemand anrief und auch da kontaktiert im dem Themenzusammenhang, aber dass dann einer nachts plötzlich sagt, also hier, ihr müsst sofort nach Heidelberg kommen. Ich habe hier was, das müsst ihr wissen. Und ich so, ja, aber Marburg, Heidelberg, 2,5 Stunden Fahrt in der Nacht. Wir haben es dann gemacht. Aber du warst damals gerade Diplombiologin geworden. Ich war, ich steckte im Studium, ja, okay. Also von daher bin ich so ein bisschen, also verstehe ich die Dinge auch so ein bisschen nicht ganz laienhaft, was da so abging. Ja? Also was hier ein hochgradiger Professor mir da offeriert hat. Und wir haben dann in dieser Nacht eben Dinge erfahren, ja, was einem dann schon irgendwo so den Boden unter den Füßen ein Stück weggefetzt hat, weil ich ja zu dem Zeitpunkt in diesem System auch voll drin stand und weiterhin auch noch bis 92, 93 habe ich noch weiter aktiv Sport, Leistungssport gemacht. Ja. War es dann aber nicht mehr bei den Olympischen Spielen? Ich war Barcelona. In dem Moment, als die Mauer aufging und als ich wusste, da kommt eine Vereinigung auf uns zu von diesen beiden Sportverbänden, da eine sehr große Konkurrenz, also einige Disziplinen waren ja wirklich sehr, also insbesondere im Frauenbereich, waren ja nun doch sehr große Leistungsunterschiede. Also mit einer Zeit unter 2 Minuten über 800 Meter, das war für westdeutsche Verhältnisse eine gute Zeit und damit hat man sich qualifiziert. Aber im Osten hat man darüber natürlich nur müde gelächelt, würde ich mal behaupten, weil man da ja in ganz anderen Sphären inzwischen lief. Und das war mir natürlich in dem Moment auch klar, dass meine internationale, also meine Einsätze bzw. meine internationale Karriere, sage ich mal, damit beendet war, weil ich die ewige Vierte dann einfach war in dem Moment. Was so noch dazu kommt, ist dieser Moment, ich war als aktiven Sprecherin bei sämtlichen Sitzungen und Gremien mit dabei. Also auf allen Ebenen musste ja Vereinigung stattfinden, also im Trainerbereich, im Funktionärsbereich. Und um jetzt sagen zu können, auch die Athleten haben dem zugestimmt oder wie auch immer sind informiert und so weiter, war es natürlich wichtig, aktiven Sprecher, also aktiven Vertreter dabei zu haben. Inzwischen kann ich mir vorstellen, warum er mich gewählt hat. Also ich hatte so sicherlich so eine gewisse Feigenblatt-Funktion, weil ich als sauberer Athlet. Ich habe immer meinen Mund für Sauberkeit aufgemacht, habe deshalb von dem ganzen System im Westen auch relativ wenig bis gar nichts mitbekommen. Also man hat mich da natürlich geschickt auch nicht informiert. Also bitte nicht mit der Gabi darüber reden, das wird gefährlich. Also ich habe da immer das klar vertreten, was ich unter Sport verstehe und eben auch wirklich damit den sauberen Sport ein Stück weit, also mich berufen gefühlt, das zu vertreten. Jetzt ist die Frage. Die Frage dann ist, hast du jemals mit deinen Konkurrentinnen, also Wachtel Grau, wie ist die andere nochmal aus ursprünglich Rostock, die in Köln dann war? Sigrun Wodas war das, Grau und Christine Wachtel. Noch eine war dann dritte, die dann da, die den dritten Platz weg. Die ist da. Birte Bruns, das war die Junioren-Europa. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir im Grunde, dieses Thema wurde im Sport in der Form nie diskutiert und thematisiert. Es wurden Dinge vielleicht vermutet, wenn man diese wahnsinnigen Leistungsunterschiede sieht. Ja. In unseren Disziplinen, im Leichtathletik, kann man es halt richtig messen. Wir haben ja jetzt schon einige Bilder gesehen. Im Fechten ist es sicherlich anders. Also das habe ich überhaupt nie erlebt. Also ich habe überhaupt keine Medikamente in irgendeiner Form, auch bei sportmedizinischen Untersuchungen oder so, wurden mir nie
Medikamente gegeben. Das war eine absolut, also was ich da mir auch nicht empfohlen, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also es gibt im westdeutschen Sport eben die freie Meinung und der freie Wille. Und wenn man angesprochen wird, von wem auch immer, also es gab sogenannte Nester, wo man Dinge vermutet und was sich ja auch nachher herausgestellt hat. Und das haben sie ja auch rausgehört. Und da, selbst da würde ich sagen, hat man ja noch die Möglichkeit, auch Nein zu sagen. Also ich meine, ich habe wirklich die Möglichkeit gehabt, im Gegensatz zu dem, was Sie eben hier, also es hat mich völlig erschüttert, also wenn man sich das vorstellt, was in einem anderen System eben, wie das gehandhabt wurde von klein auf, da habe ich wirklich Glück gehabt, im Westen geboren zu sein, sage ich mal. Das wäre, weiß ich nicht, wie das anders verlaufen wäre, wäre ich vielleicht auch dabei gewesen, ja, wenn man das so erlebt und den Sport eben als solches System erlebt. Ich hoffe für die östlichen Bereiche da jetzt, dass sich da Dinge, was den freien Willen angeht, dass sich das verbessert hat, denn nur daran kann man wahrscheinlich wirklich arbeiten, ja. Also, dass man die Athleten stark macht, dass man sie selbstbewusst macht, dass man ihnen sagt, ihr müsst das nicht machen und dass man ihnen Alternativen aufzeigt. Also ich habe natürlich jederzeit die Möglichkeit, auch aufzuhören. Ich muss ja diesen Sport nicht betreiben bis zum Gesundheitsschaden oder bis zum Umfallen. Also ich hoffe, dass das jetzt möglich ist nach 20 Jahren oder mehr noch. Vereinigung, ja, also ich hoffe das. Was hast du denn gedacht, als ich dir mal die vollständigen Aussagen geschickt habe von Wachtel und Grau? Also die habe ich jetzt erst im Dezember bekommen. Also es sind jetzt 20 Jahre rum für mich. Also für mich hat sich im Dezember, als der zweite Anruf von Herrn Franke kam, Gabi, du musst nach Berlin kommen. Also da war so ein Déjà-vu-Erlebnis bei mir. Uiuiui, was kommt denn jetzt? Also ich habe jetzt insofern, also wirklich so für mich so eine nochmal was durchgemacht. Also wenn ich so in einem solchen System aufgewachsen bin, und dann gibt es ja noch weitere Aussagen hier in diesen Aussagen, da sagen die Mädels also aus, es hat funktioniert, ich würde es immer wieder tun, so in diesem Sinne, ich bin nicht geschädigt, es geht mir gut, und also dann habe ich so das Gefühl, okay, wir reden hier einfach von völlig verschiedenen Standpunkten, ja, also für mich fehlt da so dieses Schuldbewusstsein, was es aber nicht geben kann, weil ja eine Prägung da ist, dass es nichts Verwerfliches ist. Also das muss ich jetzt mal so nach so diesen Aussagen unterstellen. Und wenn ich so insgeheim vielleicht immer gedacht habe, okay, vielleicht entschuldigt sich ja doch nochmal einer oder so, das kann ich vergessen, ja, also weil das kommt nicht, weil einfach so verschiedene Standorte da sind, also moralische Standorte, wobei ich das nicht verurteilen möchte. Ich möchte das also wirklich immer, jeder steht da, wo er steht und hat seine Meinung, und miteinander gesprochen wurde übrigens nie. Also ich habe mit diesen Athletinnen, die damals meine direkten Konkurrentinnen waren, also zu DDR-Zeiten ja gar keine Möglichkeit gehabt zu reden, und später hat man eigentlich auch dieses nicht thematisiert. Da war eine Meldung, aber ja. Den letzten Satz habe ich deshalb aus dieser langen, viele Seiten langen Aussage von der Staatsanwaltschaft, was erstaunlich ist. Sehen Sie die Einnahme, das sind Personen, die, also mindestens Sigrun Grau hat ein Hochschulexamen. Sehen Sie die Einnahme von Oral Turinabol und oder STS, also XS646, als Doping an? Antwort, nein. Das haben viele von denen gesagt. Und das ist etwas, ein Phänomen, also Brigitte, wer hat noch, meine Frau, die hat das immer verglichen mit dem, wer ist der Schriftsteller, Gitte? Gitte. Ja, Orwell, ja, George Orwell, der also Beispiele dafür gebracht hat, wie sich mit der Ausdrucksweise, mit dem Vokabular dann auch der Inhalt ändert. Wie kann eine denkende Person sowas sagen? Nein. Und der andere hat ja auch gesagt, nee, Doping haben wir nicht genommen, wir haben nur Oral Turinabol genommen. Also Sie haben völlig bescheuert. Ja? Sie haben aber trainingsunterstützende Maßnahmen genommen und es hat funktioniert. Und daran sieht man, das ist wie so eine Art Gehirnwäsche. Also vielleicht ist auch so ein Schutz, dass man jetzt sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass mein Leben, was ich da als erfolgreiche Sportlerin geführt habe, dass das jetzt irgendwie alles falsch gewesen sein soll. Also so eine Aussage kann ich mir wirklich nur vorstellen, ja, ich maß mir jetzt nicht an, so einen Mensch zu verurteilen, sondern da ist ganz viel auch passiert. Eben, Sie haben gesagt, ja, da sind auch viele psychischen Schäden. Also um das zu ertragen, ja, dass man eben jahrelang oder Jahre seines Lebens eben einem System gewidmet hat,
was im Nachhinein sich als vollkommen falsch darstellt, aber man selber versteht es nicht, weil es war alles immer richtig. Aber du hast doch sicher dann danach mit Trainern im Deutschen Leichtathletikverband, mit Sportmedizinern dort, zum Beispiel auch mit Herrn Riedel, der ja 87 da abgehauen war, darüber gesprochen, oder? Gesprochen wurde nicht. Es ist, das Dramatische für mich war ja, dass ich in diesen Sitzungen saß und dass diese Dinge, jetzt hatte ich dieses Wissen, wie so ein Rucksack, und dabei, aber ich konnte das ja nicht sagen. Also ich konnte ja nicht sagen, ihr könnt doch nicht die und die Leute da einstellen. Ich hatte, also jede Gegenrede, sag ich mal, also jeder Einwand von meiner Seite wurde ja sofort runtergebügelt als Beweis ist nur der Moment, wenn ein Athlet überführt worden ist. So, und alles andere wird doch, und die außer uns ist ja keiner überführt in dem Moment. Wenn ich sage, aber es gibt ein Dokument, dann heißt es, es ist keine Überführung des Athleten. Ja, also das war das Verrückte, dass ich mit ansehen musste, wie jetzt diese beiden Systeme vereint wurden. 1+1=2, hat aber dann nicht so gut funktioniert. Und ja, bis hin zu, dass man eben nachweisliche Leute, die mit Doping gearbeitet haben, eben dann auch als Bundestrainer kriegt. Ja. Der Punkt ist der, das Vertrauen ist natürlich weg. Also ist kein Vertrauen mehr in Personen, die einem da jetzt gegenüberstehen und gegenüber sitzen. Und da ist meines Erachtens... War Gladro auch bei euch mal Bundestrainer? Ja, Gladro war mein Bundestrainer. Das war der, das Ganze gegeben hat. Ja gut, aber zu dem Zeitpunkt habe ich es nur vermutet und habe ihn auch selber mit der Aussage konfrontiert bei unserem ersten Treffen. Okay, es war ja jede Woche was in der Zeitung. Aufgrund dieser ganzen Berichte in den Medien. Dafür bin ich sehr dankbar übrigens, dass das wirklich immer wieder auch hochkam. Sonst es hätte innerhalb der Verbände wäre das kein Thema geworden. Niemals. Ja? Also durch die Medien war der Zwang da, wir müssen über das Thema sprechen. Und da konnte man immer nur sagen, okay, das ist Vergangenheit und jetzt wird alles anders. Aber im gleichen Atemzug hat man einfach zwei besten Listen in eine zusammengepackt. Das heißt, wir haben heute deutsche Rekorde. Da müsste man die kennzeichnen oder so. Ich weiß es nicht, aber dann wird es auch schwierig, weil man manche Westdeutschen vielleicht auch nicht kennzeichnet. Ja, aber man müsste... Die positiven Kennzeichen wäre schon... Weiß ich nicht. Also es ist jedenfalls für einen heutigen, ich bin inzwischen Mutter von zwei auch sporttreibenden Mädchen und die eine ist auch schon gesichtet und sollte auch irgendwie schon nach Kienbaum. Das war auch ist in Kanada gerade gewählt worden, deshalb redet sie auch so ein bisschen. Trainingslager nach Kienbaum und bei der Vergangenheit habe ich sofort Nein geschrien. Also und da habe ich gemerkt, es ist einfach noch kein Vertrauen wieder da. Vielleicht tue ich auch jetzt Leuten Unrecht, aber durch diese Vergangenheit habe ich dann gedacht, nee, also diesem ganzen System traue ich nicht über den Weg. Da ist es sehr, sehr schade. Also ich denke, da sind wir auch bei all dem, was wir jetzt hier Tolles gehört haben an Vorträgen über die Nachweisbarkeit, also wir hängen halt wirklich immer hinterher. Und da geht es nur, also der Sport an sich, also der kann eigentlich nur seine Qualitäten wieder bekommen. Also das, was eben auch aufgelistet wurde, was eben auch die Berechtigung dafür ist, dass wir weiter kontrollieren müssen, um den sauberen Sport zu schützen. Der Sport an sich, den gibt es. Ja, also diese guten Eigenschaften, die er auch vermittelt. Aber der Leistungssport hat natürlich damit nicht so viel zu tun. Das ist schon eher so ein Showgeschäft, weil, wie das ganz am Anfang hier in der ersten Rede. Da müssen wir uns einfach dessen bewusst sein. Also Gabi, ich eine letzte Frage, ganz konkret auch, weil die Ines da gerade sitzt. Du bist dann ja auch beim DLV wahrscheinlich, damals war sie Jugendwartin oder sowas, einer Frau Wöckel begegnet. Nee, also das wäre besonders putzig. Das war eine Staffelkameradin von der Ines, die höchst dosierte Sprinterin Zeit. Und so weiter. Und das finde ich dann schon komisch, wenn ein Verband da ist, wie der Deutsche Leichtathletikverband, der ist jetzt über 20 Jahre, 25 Jahre fast. Und die haben das nie irgendwie zugegeben. Also der Verband selbst gehört heute noch zu den, hier Antwort Nein dazu, ja. Die gibt inzwischen Vorträge vor Jugendlichen und so weiter. Und wie ist sie nochmal mit Vornamen? Bärbel Böckel. Ja, vierfache Olympiasiegerin und so weiter. Ist also voll, ohne Geständnis, ohne irgendeine wahrheitsgemäße Aussage, voll im Deutschen Leichtathletikverband integriert. Aber du hast mit denen nie was zu tun gehabt. Ich weiß nicht, war das wahrscheinlich vor meiner Zeit. Also wir sind uns ja auch nicht begegnet, oder beziehungsweise, also manchmal ist es so ein bisschen, muss man das zeitlich einordnen. Also ich bin halt, wie gesagt, gerade in diesen Jahren 88, 89, 90 und dann kam da, und da war gerade so mein,
Da warst du raus. Ja, jetzt könnten wir noch 2-3 Jahre Mauer. Naja, also das war eben, das gibt so Einzelschicksale und da bin ich nicht die Einzige, ja. Ja, total, ja, also da bin ich aber nicht die Einzige. Ich sehe mich immer als Vertreter derer, die da auch alle in vielen Sportarten, auch nicht nur Leichtathletik, also da ist einfach etwas ich stelle mir das immer so vor, dass die Funktionäre doch, als sich das anbahnte, das war ja schon vorher politisch war das ja schon zu erwarten, dass das zusammenkommt, dass die beiden Länder und das auf allen Ebenen, auch Sie haben ja im Medizinischen da auch einige Einblicke und ja, man hat sich das alles so schön ausgerechnet, also wirklich gedacht, wenn jetzt, also der Westen, der war ja immer, weiß ich nicht, wo lagen wir immer in den Medaillenspiegeln? Sechster? Nee, wir waren ja weiter unten, aber DDR war ja ganz oben. Und wenn man das jetzt zusammengerechnet hätte, das wäre ja wunderbar geworden. Aber was für eine Frechheit, also wenn es tatsächlich bekannt war in Funktionärskreisen und wenn es Fachleute waren, müssen die davon eine Ahnung gehabt haben. Dann war es wirklich für die, die tatsächlich den sauberen Sport von Herzen da betrieben haben und auch erfolgreich betrieben haben, dann war es für die natürlich, ja, bitter ist, auch das muss man irgendwie psychisch verkraften, aber gut. Aber ich sehe den Hunger in den Augen der Menschen. Ja, aber deine persönlichen Sachen sind ja doch so, dass wer immer jetzt eine direkte Frage an Gabi hat und an die damalige Zeit dabei, die ist jetzt voreingenommen von ihrer Tochter, hat man gemerkt, dabei gerade reingekommen. Sprint ist, oder? Ja. Kann nicht alles so schlecht sein. Also gibt es Fragen dazu, zu dem Also das Interessante ist, also die Sigrun Vodas damals noch, die hat ein Trainingsbuch geschrieben, beziehungsweise es gibt da von ihr Trainingsprotokolle aus dem Trainingslager in Bulgarien. Das geht so los, morgens 20 mal 100 Meter fliegend in 12,0 Sekunden, nachmittags 15 Kilometer Dauerlauf in 55 Minuten. Und das Trainingsbuch geht so durch, also im Grunde 3 Wochen lang hochintensive Belastung am Stück durchgeknallt, vormittags und nachmittags. Gab es denn dann irgendwann mal westdeutsche Trainer, die auf die Idee kamen, das müsste man im Westen auch so trainieren? Also erstmal muss ich sagen, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich war mit den Mädels auch im Trainingslager und zwar, wann war die Vereinigung? Also 90 muss das gewesen sein, oder 91. 91 haben wir das erste gemeinsame Trainingslager gemacht, weil 90 war ja noch 2 getrennte Teams. Wir waren noch in Split. Wir waren zum ersten Mal gemeinsam in einem Hotel und haben zum ersten Mal auch miteinander gesprochen als Athleten. Bis dahin war das ja immer sehr streng getrennt. Obwohl wir noch 2 Teams waren, waren wir, also das war schon ein Fortschritt, ein Hotel. Es wurden schon Kontakte zugelassen. So. Und 91 waren wir zum ersten Mal im gemeinsamen Trainingslager und Herr Gladrow war mein neuer Bundestrainer und wir waren oben in Zinnowitz. Und das, was ich dort 2 Wochen lang an Training erlebt habe, ich wurde permanent, also das war für mich von der Dosierung her so seicht, dass ich mir überhaupt, also das war einfach erstaunlich, sage ich jetzt mal, also da bin ich, wenn ich das jetzt höre, genau verarscht worden. Also da, wir haben aber im Nachhinein, also man muss sich das ja so vorstellen, man trainiert als Leichtathlet ja nicht permanent in so einer Trainingsgruppe. Man trainiert ja vor Ort mit seinem Heimtrainer und trifft sich dann mal im Trainingslager. Also das, was die da trainiert haben, das war es nicht, was sie schnell gemacht hat. Also was, aber es war einfach auch da von deren Seite natürlich überhaupt kein Vertrauen. Also von daher war das natürlich irgendwo eine Farce und musste auch erst wachsen oder auch nicht oder ging nicht. Also wir haben dann unser Ding gemacht und jeder hat so bei seinem Heimtrainer sein Ding gemacht und letztlich ging es darum, sich zu nominieren oder nicht. Und die Leistungen mussten bei Entreffenden... Heilige Meldung. Genau, ganz einfach. Die Trainingspläne. Ja. Wer hat die erstellt? Der zentrale Leichtathletikverband oder die Vereine waren die autonom, die Trainingspläne selber aufzustellen, zu steuern und der Trainer war absolut autonom in der Trainingssteuerung. Heimtrainer absolut autonom. Okay, dann hat er sich mit dem Trainer, mit dem Bundestrainer, also nicht abgesprochen. Der hat das der hat das angeguckt und kommentiert, aber hat da nicht reingeredet. Und die Trainingsaufzeichnung und die Leistungsentwicklung in den einzelnen Trainingsabschnitten, Trainingsperioden, sind die untereinander, unter euch Sportlern, sind die kommentiert worden? Insofern, als man,
Ja, wie meint man das? Schriftlich oder irgendwie? Nun tausche ich aus. Ich habe jetzt den Trainingszustand, habe jetzt 3 Monate trainiert. Ja. Ich habe derzeit eine Bestzeit von Sekunden X. Ja. Und ihr habt trainiert auch 4 Monate und ihr habt jetzt eine Leistungsentwicklung von, die liegt 20% unter meiner oder 20% über meiner. Ja. Und dann gibt mir so Rückschlüsse geben, wir trainieren auf ein Ziel durch. Jeder tut selbstständig periodisieren. Und dann käme es irgendwann mal kurz vom Höhepunkt, wer hat jetzt was trainiert, das haben wir unmittelbar Vorbereitung auf den Wettkampf. Und da gibt es aber Differenzen in der Leistungsbereitstellung. Manche, die werden ganz kurz mobilisiert, kurz vom Wettkampf, Höhepunkt, andere, die brauchen länger Zeit. Ist das diskutiert worden oder ist das schweigsam? Da wurde nicht diskutiert, jeder hat seine Leistung beim betreffenden Wettkampf. Wenn da gab es einen Wettkampf, da musste eine Nominierungsleistung gebracht werden und da musste man erscheinen, sage ich jetzt mal. Und ob man vorher schon Wettkämpfe gemacht hat, also ich brauchte natürlich auch Wettkämpfe, wo ich schon mich da langsam an meine Leistung herangearbeitet habe, dann konnte es natürlich schon sein, dass andere irgendwie nie aufgetaucht sind und dann nur da aufgetaucht sind. Aber das war das Nominierungskriterium. Okay, es war also anonymisiert. Es war im Grunde jedem überlassen und sehr anonym. Also was die für Trainingsleistungen hatten oder so, da habe ich auch keine Ahnung, da wurde auch nicht drüber gesprochen. Ihr wolltet nicht drüber sprechen. Ihr habt einfach den Mut nicht gehabt, gesagt, es gibt einen Verdacht. Es gibt einen Verdacht, wir sprechen den an und es gibt eine Unschuldsvermutung und es gibt eine Verdächtigung. Und da wart ihr einfach nicht gut beraten, einfach mal so nachzubohren. Wir wollen es jetzt genau wissen, jetzt sind wir eins und jetzt da mal die Karte auf den Tisch legen. Das Problem war, ich war ja nachher sehr gut beraten. Da war es aber zu spät. Das Problem ist wirklich ein Kommunikationsproblem. Wir waren überhaupt nicht gewohnt, dieses Thema zu diskutieren. Wie spricht man denn darüber? Ja? Wie spricht man denn über so ein Problem? Ja? Also unter Sportlern wurde nicht gesprochen. Da wurde Friede, Freude, Eierkuchen oder was irgendwie. Und die Trainer haben wahrscheinlich hinter meinem Rücken auch gesprochen oder so. Aber mit mir wurde auch nicht über so ein Thema gesprochen. Also ich bin tatsächlich auch nie angesprochen worden, ob ich ein Medikament nehmen soll oder sowas. Also ich bin da nicht mit konfrontiert, obwohl ich all diese Leute kenne und immer bei diesen Trainingslagern auch dabei war. Also ich bin bewahrt worden. Aber im Prinzip, ihr wart eine Einheit Deutschlands, aber ihr habt nach wie vor getrennt trainiert. Wissentlich, die DDR-Trainer, wissentlich wollten die getrennt trainieren von den bundesdeutschen Trainern. Wissentlich, um ihre, diese... Wir wollten aber auch nicht so dicht. Also weil das ja auch ein sehr großes Misstrauen da war, war mir das ehrlich gesagt auch ganz recht, dass ich nicht in irgendwelche Zwänge oder was... Also ich konnte ganz normal meinen Stiefel weitermachen. Also wenn Sie das jetzt so... wenn es das ist, was Sie wissen wollen. Aber mit also der Wahrscheinlichkeit, dass ich nie, auch mit der Wahrscheinlichkeit, dass du nie die Leistung erreichen wirst, wie die DDR-Athletinnen. Ja, das wusste ich allerdings. Also wenn denn da was dran ist an diesen ganzen Doping-Geschichten, die dann da hochkamen und dass das tatsächlich so viel ausmacht, was ja auch Herr Franke mir dann bestätigt hat, also wissenschaftlich nachweisbar, dass man so und so viel Prozent Leistung eben durch diese Mittel erreicht. Weiß ich gar nicht, hätte ich auf das Weltrekord laufen müssen. Also gut, also aber das ist Theorie. Genau wie es eine Theorie ist zu sagen, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, also in Seoul war ich halt 9. Man kann nicht sagen, dass ich, wenn die alle sauber gewesen wären, gewonnen hätte oder so. Das ist eine Aussage, die kann man nicht treffen. Vielleicht. Ja, also das ist eben einfach müßig, ja, diese Dinge im Nachhinein so zu sagen. Aber... Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz zu Ihrer... Kann ich noch mal ganz kurz was sagen? Also mein Name ist Marina Schiller, das ist mein Mädchenname. Das ist mir jetzt so ein bisschen aufgestoßen bei Ihrer Darstellung und ich hatte jetzt so den Eindruck, als wollten Sie jetzt sagen zum Schluss, also die haben ziemlich seicht trainiert und die haben viel mit, also es kam so ein bisschen an bei mir. Ich melde mich jetzt deswegen, weil ich selber von der 800 Meter komme und ich war also, ich denke mal, ein paar Jahre vor Ihnen aktiv. Ich bin also beim SC Dynamo Berlin, habe ich trainiert und habe 79 aufgehört. Meine Bestzeit, ich darf das jetzt mal sagen, war 2:002, also auch so in der Drehe. Und was mir jetzt auffiel, ist, als Sie äußerten, jeder hat seinen freien Willen. Da halte ich ganz stark dagegen, denn als Jugendliche in der DDR mit 12, 13 Jahren zum Sport zu kommen und dann vom freien Willen zu reden, wir wurden also schon ganz früh in dieses System reingedrängt, sage ich mal, auch freiwillig natürlich, ne? Zuerst natürlich ja.
Und dann, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hatte, dann fing es ja an. Und wenn du jetzt noch ein kleines i-Tüppelchen da drauf setzt, hast du die Chance, da und dahin zu kommen. Und das war ja so eine Manipulation, wo man als Kind auch gar nicht wusste. Und diese Äußerung dieser Sportlerin, also ich weiß ja nicht, es steht ja kein Jahr dabei, wann das gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich sicher waren damals, was eigentlich Turinabol heißt. Diese Äußerung der Sportlerin Christine Wachtel. Zu meiner Zeit gab es eine Christiane Stoll, da gab es eine Anita Barkuski, die ebenfalls bei Herrn Gladrow trainierten. Ich selber war mit ihm jahrelang im Trainingslager und kenne auch alle Machenschaften, was da so passiert ist. Und ich glaube nicht, dass die genau wussten zu dem Zeitpunkt, als dieses Interview stattfand, was eigentlich Turinabol ist. Das kommt ja erst so im Nachhinein raus. 98 ist diese Aussage. Ach so, ach 98. Ja, ja. Also die haben, okay. Also die haben 94 oder so haben sie, oder 95 haben sie also auch ihre Karriere beendet. Okay. Und die sind also nicht so aus der Zeit, wo sie noch selber aktiv waren. Ach so, okay. Und darf ich gerade? Ja, ich weiß, aber ich möchte gerade sagen, also meine Aussage bezüglich des freien Willens bezieht sich wirklich auf meine Person und das Westsystem. Also im Westsystem hatten wir einen freien Willen. Ja, das war und nachdem ich diese ganzen Dinge, also auch hier diese Aussagen jetzt gelesen habe und auch überhaupt diese Offenbarung über das DDR-System, also da würde ich mir nie anmaßen, da irgendetwas hineinzureden. Das waren völlig andere Bedingungen und da kann ich auch nicht irgendjemanden verurteilen oder so. Das muss wohl wirklich von klein auf, sage ich mal, von der ganzen Persönlichkeitsentwicklung war man ja völlig anders geprägt. Man war auf, ich sage es mal, im Extremfalle wurde man ja schon sehr früh auch in einer Krippe schon versorgt und dann in der Schule. Und der Kontakt vom Elternhaus ist ja auch nicht so dicht dann, wenn man dann permanent also fremdbetreut ist. Und dann kommt allein die Aussage, wie wäre es denn, Ihr Kind hat ein Talent, kommen Sie doch in das Internat. Also das ist im Westen eine ganz andere Resonanz in der Elternschaft, ein Kind in ein Internat zu geben, als unter diesem System, wie es da war. Das war wahrscheinlich eine Auszeichnung, da ausgewählt zu werden und dann dort in die Schule gehen zu dürfen. Also das sind so verschiedene Systeme, die sind überhaupt nicht vergleichbar. Und ich rede immer nur für den Westen, bitte. Ja,